liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, hallo liebe zufällig vorbeigeratenen Zuschauer und liebes Nosy Rosy Team, euch allen. Klar, am 3. Januar ein ganz, ganz frohes, glückliches, gesundes neues Jahr. Dass eure Wünsche sich alle erfüllen, dass ihr dieses Jahr euren Traumpartner habt oder heiraten werdet oder im Lotto gewinnt oder was auch immer. Ich wünsche euch allen das Beste und erfüllendste Jahr, was ihr je hattet. Ich persönlich 2011, 11 ist meine Lieblingszahl, würde ich mal sagen, die steht ja für Yin und Yang, also in der Numerologie. Das ist ein bisschen abgedreht jetzt, aber die 11 ist halt so eine Zahl, steht für Gut und Böse, für Ausgleich, Balance, Gut und Schlecht. Und ja, hoffen wir, dass wir uns dieses Jahr ausgleichen können, in welchen Bereichen auch immer. Ob das Bankkonto ausgeglichen wird oder die Gesundheit oder was auch immer. Ja, wie habt ihr denn so Weihnachten und Silvester verbracht? Also kurz ab, wir haben ja heute themenfrei. Und ich habe mir gedacht, das war jetzt so eine lange Pause, also die kam mir so lang vor. Wahrscheinlich, weil ich jetzt die Weihnachtstage und die Tage dazwischen nur zu Hause gesessen habe und irgendwie nichts Großartiges gemacht habe. Ich meine, weiße Weihnachten hin oder her und schön und wie toll, der Wunsch hat sich nun endlich erfüllt. Ich muss ganz ehrlich sagen, erst fand ich den Schnee noch richtig toll. Dann so Weihnachten, als ich dann die Haustür aufgemacht habe, war ich dem Schnee schon etwas böse und auch angenervt, dass ich jetzt jeden Morgen um 7 Uhr Schnee schöpfen durfte. Ich meine, wobei das dann so das soziale Verhältnis mit den Nachbarn dadurch besser wird, wenn man natürlich jeden Morgen um 7 gemeinsam Schnee schöpft. Ne? Ja, viele, ich weiß nicht, ob ihr mit euren Familien gefeiert habt. Wir hatten den 24. als Familientag. Wir haben es auch tatsächlich geschafft, dass alle rechtzeitig zum Fest erschienen sind. Die anderen Tage sahen dann schon eher schlechter aus, aufgrund von Glatteis, schlechter Wetterlage, konnten wir, oder beziehungsweise ich, die Leute, die mich eingeladen haben, gar nicht erreichen und war ein bisschen frustriert, dass ich dann hier die Weihnachtstage zu Hause rumgesessen habe, mit meiner Tochter Karten gespielt habe und also Mau Mau habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr nicht mehr zu spielen. Silvester, ich habe mich total auf Silvester gefreut, der Schnee ist ja getaut dann so zwischendurch, wo ich mich gefreut habe, yeah, ich denke, wow, dann kannst du wegen Silvester mal richtig die Sau rauslassen. Ja, Arschlecken, ey. Mache ich Silvestermorgen, will ich also am 31. morgens noch schnell einkaufen fahren und fliege erstmal voll auf die Fresse, weil mega Glatteis ist. Also, hatte ich überlegt, entweder ich ziehe jetzt die Schlittschuhe an und fahre in die Stadt mit Schlittschuhen zum Einkaufen. Das habe ich dann sein lassen, weil meine Schlittschuhe irgendwie nicht mehr gepasst haben und auch irgendwie nicht so geschliffen waren. Ich gedacht, gut, bleib zu Hause. Als der Schnee dann getaut war, habe ich gedacht, gut, du kannst heute Abend ja vielleicht doch noch auf die Party fahren. Wollte dann mein Auto starten und mein Auto ist dem Wetter erlegen. Es sagte keinen Mucks mehr, von daher ja, fiel dann die Silvesterparty auch aus. Die habe ich dann hier schön genüsslich vor dem wundervollen Fernseher verbracht, wo echt total tolle Spielfilme gekommen sind. Ja, das war mein Weihnachten und Neujahr. Ich hoffe, ihr wünscht euch jetzt kein weiße Weihnachten mehr. Und wenn ihr das tut, denkt an meine Worte. Ihr kriegt von mir auf die Piep. Ja, ich hoffe, dass es jetzt vorbei ist. Oder vielleicht habe ich ja auch das Glück. Ich habe ja diesen Monat Geburtstag. Und vielleicht ist ja dann auch wieder Glatteis und Schnee. Ich meine, wer weiß. Dann kann ich ja jetzt meinen Geburtstag auch noch genussvoll vom Fernseher verbringen. Also, ich meine, wäre ja auch mal was ganz Tolles, ne? Eigentlich wollte ich ja mal was ganz Besonderes machen, aber wir lassen uns mal wettertechnisch überraschen. Ja, 2011 mit den Nosy Rosies, was habe ich mir da vorgenommen? Also ich denke, es geht sich nicht darum, um noch mehr Abonnenten zu kriegen. Klar ist es gut, wenn wir abonniert werden, aber ich denke, dieses Jahr steht für mich persönlich im Mittelpunkt, für euch mehr Aufklärung, mehr Toleranz in die Welt zu bringen, eure Fragen zu beantworten, eure Themen zu bearbeiten, also eigentlich mehr um Aufklärung, dann auch diese Homophobie etwas dämpfen, indem man dann auch vielleicht mal ein paar Heteros hier einlädt, die sich das Ganze mal angucken oder so. Ne? Also im Allgemeinen geht es sich darum, euch zu unterstützen,
Also ihr Zuschauer sind eigentlich das Wichtigste für mich, dass ich also hier nicht einfach ein Video mache, was irgendwie keinen interessiert. Ich finde schon, dass hier 2011 Videos, also ich möchte gerne Videos machen, die euch interessieren und die ihr, also Fragen, die euch echt auf der Seele brennen. Meistens ist es ja das Coming Out. Ne? Dann habt ihr ja vor Weihnachten mir noch ein paar Aufgaben gestellt, wie zum Beispiel ich als Lady Gaga und noch so ein paar andere skurrile Dinge. Und ich habe mir auch vorgenommen, die Sachen abzuarbeiten, also bei themenfreien Dingen. Das war also immer, wenn themenfrei ist und ich mal gerade nicht weiß, was ich euch da so Lesbisches noch erzählen kann, dass ich euch dann euren Wunsch erfülle und da eure Aufgaben einbaue. Wobei ich gesehen habe, ich wollte Lady Gaga jetzt schon zum Neujahrsbeginn machen, aber wenn, habe ich gedacht, muss das auch richtig gut sein, also sage ich mal so eine Karaoke, so eine Art Mini-Playback-Show für ja, erwachsene Cassandras, ne? Wollte ich mir ein richtiges Lady Gaga-Kostüm kaufen, aber ich bin umgefallen, wie hoch die Preise sind für dieses Kostüm. Von daher werde ich da irgendwie improvisieren und mal gucken, wann ich es reinstelle. Also ich habe es gelesen und ich habe es mir notiert und es wird irgendwann in diesem Jahr noch kommen. Ja, und dann habe ich noch für dieses Jahr, für dieses themenfreie Video, hatte ich, wie ja gesagt, Weihnachten viel Zeit und habe ich mir sinnvolle Spielfilme im Internet, im Fernsehen angeguckt und habe mir gedacht, das ist ein gutes Thema und ich möchte mal eure Meinung dazu hören. Und zwar war da so ein Spielfilm, ich weiß leider den Titel nicht, es ging sich darum, dass zwei Männer undercover verkleidet als Frauen in die High Society ja, ermitteln gingen. Die waren also dann da von oben bis unten so ziemlich verkleidet als Frauen und ja, sind dann da in die High Society und die Männer nun mal so sind, die können es ja nicht sein lassen, an den Frauen zu graben. Auch nicht, wenn sie in Frauenkostümen sind. Daher war da eine Szene, oder es waren auch mehrere Szenen dann da in diesem Film, wo dann halt der Typ als Frau verkleidet es nicht sein lassen konnte, eine Frau anzugraben. Also er war verkleidet als Frau und ist dann zu ihr hingegangen und hat so Smalltalk und fing halt an, sie voll anzugraben. Und die Frau dann so, ja, ich bin aber nicht lesbisch. Und der Typ in Frauenkleidung, ja, ich bin ja auch nicht lesbisch. Ich stehe nicht auf Sushi, ich stehe auf Fleischwurst. Und dabei dann so richtig die Gesichter, die Mimik, die Körpersprache total anti, ja in dem Fall jetzt anti-lesbisch. Also es wurde dann so dargestellt, als wäre lesbisch sein etwas total Ekliges. Und so diese Szenen haben sich mehrmals in diesem Film, also es ging sich in diesem Film absolut nicht ums Lesbischsein, nein. Nur immer wieder kam dann so, dass dann die Typen aufgrund ihrer ja, männlichen Gene die Frauen dann immer so ein bisschen angegraben haben und dann immer wieder kam, ja, ich bin aber nicht lesbisch. So, und diese Mimik dabei, das vermittelt den Menschen, die das geguckt haben, ah ja, lesbisch sein ist was Ätzendes, was Ekliges. Und ich würde mal eure Meinung dazu hören, wie ihr das findet. Also, ich meine, ich habe zwar auch mitgelacht, aber so, als mir der Film dann so im Nachhinein noch 2-3 Tage durch den Kopf ging, habe ich gedacht, das ist eigentlich scheiße, weil es eher die Homophobie etwas mehr bestärkt. Ne? Also man kann stattdessen doch hingehen und sagen, ja du, es tut mir leid, aber ich bin nicht lesbisch. Ne? Also man könnte das in einem normalen Ton sagen, dass nicht die Leute so, also diese Mimik war dieses Ausschlaggebende, ne? Dieses, ja, ich stehe aber nicht auf Frauen. Also so richtig alles verzogen und auf Ekel programmiert irgendwie so. Ja, und das hat mich so ein bisschen doch schockiert, dass Filmemacher echt immer noch, ja, dieses Klischee, weißt du, so lesbisch sein ist unnormal, bedient haben. Wobei in dem Film es auch darum ging, zum Beispiel jetzt dieses Schimpfwort Nigger, dass dieses Wort auch ziemlich oft fiel, dass also auch die Schwarzen dort ein bisschen über den Tisch gezogen worden sind.
Der Film war an für sich sehr lustig und gut gemacht. Also ich habe ihn also mit Spaß geguckt. Aber diese Punkte, dieses Diskriminieren von speziellen Gruppen hat mich schon arg genervt. Ja, und da wollte ich euch mal fragen, wie seht ihr das Ganze denn so? Also, wenn ihr solche Filme guckt, wie geht's euch damit? Oder schaltet ihr um? Oder was auch immer. Ja, das war jetzt mein Start ins neue Nosy Rosy Jahr. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Und ich bin mal gespannt, was die anderen aus der themenfreien Woche machen. Ich bin irgendwie noch total im, ja, Gammeln, also rumgammeln. Wir haben echt die ganze letzte Woche nur rumgegammelt, meine Tochter und ich. Und ja, irgendwie muss ich jetzt mal langsam wieder in die Puschen kommen, ne? Also ihr lieben Nosy Rosies, danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren. Schickt uns eure Interessen, die ihr dieses Jahr bearbeitet haben wollt. Also was interessiert euch? Was wollt ihr wissen? Also alles. Kommt ins Forum, schreibt es dort rein, wir übernehmen es und werden es das dann nach und nach so abarbeiten. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und ich verabschiede mich bis nächste Woche Montag. Oder wenn ihr wollt, auf meinem eigenen Channel, da werde ich auch noch ein paar Videos machen, die allerdings weniger lesbisch sind, sondern einfach mehr so, gerade Bock drauf habt. Ne? Ich wünsche euch was. Tschüss.